So. Ja, Sven Kaspers, 3:0 gewonnen. Deutlicher Sieg im Hochwald-Derby gegen Schillingen. Wie lautet dein Fazit? Ja, erstmal bin ich überhaupt zufrieden mit der Mannschaft, dass wir genau das wieder umgesetzt haben, was wir wollten. Wir mussten Jens hinten in der Verteidigung ersetzen, was schon eine schwere Bürde war, aber die Jungs haben das super gemacht. Und ja, 3:0 hört sich deutlich an, war auch so deutlich. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, bestätigt das. Und, ja, wir haben jetzt einen kleinen Lauf, den wir versuchen mitzunehmen. Das nächsten Woche und noch weiter auf dich. Du bist jetzt seit Anfang des Jahres zusammen mit dem Christian zusammen, machst du den Trainer quasi in Doppelfunktion, Spieler, Spieler, Trainer. Wie klappt so dieses Geisfeld-Raschheider Modell mit zwei Spielertrainern? Ja, bis jetzt habe ich einige Spiele ausgesetzt, auch teilweise ja, nicht freiwillig, deswegen habe ich von außen schon einen besseren Blick, aber im Training teilen wir uns die Arbeit auf, bereiten zusammen das Training vor und machen noch beide soweit mit. Und der Christian hat ja auch alle Spiele gemacht, ist dann quasi der verlängerte Arm auf dem Spielfeld. Und ja, ich hoffe mir, dass ich dann in der nächsten Zeit auch nochmal auf dem Platz stehen kann. Okay, dann wünschen wir euch viel Glück. Alles klar. Danke.